Emil Cioran. Die Rückkehr zum Chaos auf den Gipfeln der Verzweiflung. Zurück zum ursprünglichen, zum absoluten Chaos. Entfesseln wir einen subjektiven Vorgang, der den Eintritt in die uranfängliche Wirrnis, in den Wirbel der Weltentstehung darstellt. In uns erwachse ein Aufschwung zum kosmischen Strudel vor der Erscheinung der Formen, vor der Individuation. Unsere Empfindung flackere in dieser Mühsal und diesem Wahnsinn, in diesen Lohen und diesen Schluchten auf. In unserem Inneren zerrinnen alle Gesetze und Gerüste dieser Welt, auf das im Zerfließen und Ungleichgewicht der Zugang zum absoluten Urwirbel vollkommen sei. Wenn erst keine Gesetze und individuellen Wesen mehr bestehen, können wir die Entfaltung vom Kosmos zum Chaos zurückrollen, von der Natur zur urtümlichen Ungeteiltheit, von der Form zum wütenden Wirbel. Die Zerfaserung der Welt entfacht einen der kosmischen Entwicklung entgegengesetzten Vorgang, einen rückläufigen und rückschauenden Ablauf, eine umgekehrte Apokalypse, die jedoch aus derselben Sensibilität und denselben Sehnsüchten erwächst. Denn niemand kann die Rückkunft ins Chaos herbeisehnen, ohne den Taumel der Apokalypse erlitten zu haben. Welches Grausen und welches Frohlocken erfüllen mich bei dem Gedanken, dass mich der Wirbel des ursprünglichen Chaos in seiner Wirrsal und paradoxen Symmetrie jählings erfasste. Die Symmetrie dieses Wirbels ist die einzige chaotische Symmetrie, die formaler Herrlichkeit und geometrischen Sinnes ermangelt. Aber es gibt in jedem Wirbel eine künftige Möglichkeit der Form, so wie im Chaos die Möglichkeit des Kosmos schlummert. Ich möchte am Anfang der Welt leben, in den dämonischen Wirbeln des ursprünglichen Chaos. In mir gäbe es zwar die Möglichkeit der Form, aber keine sei wirksam und keine komme zur Verwirklichung. Alles zittere und zucke in der universalen Unruhe des Ursprungs, gleich einem Aufwachen aus dem Nichts. Ich kann nur am Anfang oder am Ende der Welt leben.